Hallo, mein Name ist Anita und ich begrüße euch wieder in der Paulmann-Lichtwelt auf YouTube. Mein Sideboard hier im Wohnzimmer lässt sich ganz einfach mit LED-Stripes aufpeppen, um tolle Lichteffekte zu erzeugen. Und wie einfach das geht, das zeige ich euch jetzt. Damit es dann genau so aussieht, wie ihr es eben gesehen habt, fangt ihr mit den LED-Stripes an dieser Ecke an. Fahrt einmal an der Kante hier lang bis nach hinten auf die gegenüberliegende Seite und geht einmal wieder runter. Für mein Sideboard ergibt sich dann eine Länge von 241 cm. Hand in hand. On the wall. Wenn ihr euer System plant, schaut am besten in die Broschüre. Die hilft euch bei der Auswahl der richtigen Komponenten. Ich habe mich für dieses Ulit-Basisset mit Farbwechsel und 3 Meter Länge entschieden, weil es perfekt zu meinem Sideboard passt. Besonders praktisch ist der Klebestreifen. So könnt ihr den Stripe direkt aufkleben. Ihr braucht also gar kein Werkzeug. Perfekt für uns Frauen. Wenn euch der Stripe zu lang ist, könnt ihr ihn hier an den markierten Stellen kürzen. Er kann aber nachträglich jederzeit wieder erweitert werden. In diesem Set ist alles enthalten, was ihr zum Loslegen braucht. Also, ran ans Werk! Als erstes müsst ihr die Fläche, die ihr mit den LED-Stripes bekleben möchtet, mit Glasreiniger sauber machen. Dann klebt es einfach besser. Ich habe das jetzt für euch einfach schon mal vorbereitet. Den Stripe klebt ihr dann einfach hier entlang der Kante auf. So, und jetzt muss der Stripe über Ecke gelegt werden. Dabei müsst ihr nur vorsichtig sein, bei zu starken Knicken kann der kaputt gehen. Deshalb ist es das Beste, wenn ihr eine kleine Schlaufe macht. Wer die Stripes sichtbar anbringt, kann sie hier auch an der Ecke kürzen und dann so einen Connector hier nutzen. Es gibt natürlich noch diverses Zubehör, wie zum Beispiel den kurzen Verbinder, den langen Verbinder und vieles mehr. Ich spare mir jetzt aber den Aufwand, weil man es ja bei mir sowieso nicht sieht. Wenn ihr den Stripe jetzt bis zum Ende geklebt habt, könnt ihr ihn einfach mit der Schere kürzen. Hinter dem Sideboard befindet sich dann die Steckdose und dort schließe ich dann den Stripe an. Den Controller steckt ihr dann einfach an den Stripe. Daran kommt dann der Trafo und den Netzstecker steckt ihr dann einfach in die Steckdose. An dem Controller befindet sich ein kleiner Empfänger und den müsst ihr unbedingt so anbringen, dass er eine gute Verbindung zu der Fernbedienung hat. Und schon sind wir fertig. Damit das Sideboard mit den Stripes richtig gut zur Geltung kommt, müsst ihr darauf achten, dass der Abstand hinten zur Wand nicht zu klein ist, damit sich das Licht richtig gut verteilen kann. Beim Fernsehschauen ist eine Hintergrundbeleuchtung immer sehr hilfreich. Die Fernsehbilder wechseln ja immer so schnell und so ist der Kontrast zur dunklen Wand sehr hoch. Das kann für die Augen sehr anstrengend sein. LED-Stripes bieten euch da einen guten Kontrastausgleich. Und was die Stripes sonst noch alles können, das zeige ich euch jetzt. Das waren heute meine Tipps für das Sideboard mit der LED-Stripe-Beleuchtung. Wenn ihr noch Ideen habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Abonniert unseren Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Eure Anita.